Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Lernvideos für den CyberLink Power Director in der Version 15. In diesem Teil geht es um die Arbeitsfläche und ihre Eigenschaften. Diesen Bereich verbringt ihr die meiste Zeit, da hier der gesamte Schnitt eures Videos erfolgt. Nach dem Start des Programmes seht ihr hier diesen dreigeteilten Bereich. Links oben ist der Medienraum. Hier importiert ihr alle eure Dateien, die ihr letztendlich bearbeiten möchtet. Hier rechts seht ihr den Vorschaubildschirm und hier unten ist die Timeline. Hier könnt ihr Effekte, den Videoschnitt machen und so weiter. Über diese Schaltfläche habt ihr den Medienraum aktiviert und über dieses Symbol könnt ihr einzelne Medien, sprich Video, Sounddateien, Bilder oder sonstiges importieren. Entweder geht ihr über einzelne Dateien, die ihr importieren wollt, oder ihr wählt einen ganzen Medienordner aus. Ich gehe letztendlich immer über diesen Medienordner. Das heißt, den wähle ich aus, Ordner auswählen, dann werden automatisch diese Medien importiert. Was hier auffällt, alle Medien haben beim erstmaligen Import dieses Symbol. CyberLink Power Director macht jetzt nichts anderes, als Schattendateien zu erstellen. Ich zeige noch mal ganz kurz, wo man das auswählen kann. Und zwar ist das in den Optionen. Dann kann ich hier diesen Haken setzen und dann werden automatisch Schattendateien erstellt. Und jetzt fängt im Hintergrund an, das Programm temporäre Dateien zu erstellen, damit der Video-Workflow in der Vorschau und der Bearbeitung flüssig erfolgen kann. Das dauert einen kleinen Moment. Und ihr werdet es merken, wenn euer Rechner dann so langsam anfängt zu schnaufen. Der Lüfter geht an, weil nämlich dann die CPU etwas stärker belastet wird. Aber auch solange diese Schattendateien noch nicht erstellt sind, habt ihr immer die Möglichkeiten, eure Medien schon zu bearbeiten und in die Timeline zu ziehen. Ihr könnt sie natürlich auch in der Vorschau dann abspielen. Das kann dann natürlich noch ein bisschen ruckelig sein. Manchmal empfiehlt es sich dann einfach hier die Vorschauqualität auf HD-Auflösung zu stellen und dann wird das schon alles besser. Ihr seht sie hier oben und könnt sie dann in eure Timeline zur Bearbeitung runterschieben. Hier oben die nächste Registerkarte könnt ihr auswählen. Sind es die Medien, die ihr hier angezeigt bekommen haben wollt? Farbkarten. Was man mit den Farbkarten machen kann, das wird in einem späteren Video von mir erklärt. Aber ihr könnt die Farbkarten auswählen und könnt sie zum Beispiel auch in eine einzelne Videospur ziehen. Dann bekommt ihr diese Farbkarte angezeigt. Ihr könnt sie zum Beispiel hier in der Größe verändern und könnt damit zum Beispiel eine Bauchbinde gestalten. So, die löschen wir jetzt wieder raus. So. Daneben habt ihr noch Hintergründe. Das sind nichts anderes wie JPEG-Dateien. Diese JPEG-Dateien könnt ihr natürlich auch selbst erstellen und als Hintergrund verwenden. Zum Beispiel Hintergründe eignen sich, um eigene Schriften zu importieren oder gegebenenfalls ein Intro oder ein Outro zu gestalten. Die nächste Auswahl sind meine Projekte. Hier kann man relativ schnell die erstellten Videofilme sehen, beziehungsweise was man sich als Projekt schon alles angelegt hat. Kommen wir zu Express-Projekten. Der CyberLink Power Director bietet hier die Möglichkeit an, über gewisse Vorlagen Videos schnell und einfach zu erstellen. Dazu komme ich aber in einer späteren Folge meiner Lernvideos. Wenn ich Express-Projekte ausgewählt habe, dann öffnet sich hier in der Auswahl noch Voreinstellungen. Das heißt, das sind alles Express-Projekte, die mir hier als Vorlage schon mal angeboten werden. So, gehen wir wieder auf Medieninhalt. Und die letzte Karte, die mir dann hier noch angezeigt wird, sind die kostenlosen Vorlagen, die ich auswählen kann. Wenn ich hier draufklicke, werde ich auf eine weitere Internetseite von CyberLink verwiesen, wo es kostenlose Vorlagen gibt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut es euch einfach an. Vielleicht ist das eine oder andere passende für euch dabei. Kommen wir wieder auf unsere eigenen Medien. So, das heißt, hier sieht man jetzt schon, im Hintergrund wurden in der Zwischenzeit Schattendateien erstellt. Das sehe ich an diesem grünen Symbol.
und wo es noch dieser gelbe Kreis ist, beziehungsweise das gelbe Symbol, da ist mein Rechner gerade noch dran, diese Schattendateien zu erstellen. Da ich hier in diesem Medienraum alle Dateitypen angezeigt bekomme, kann es sein, dass es irgendwann mal sehr voll und unübersichtlich wird und ich eigentlich nur noch meine Videodateien gefiltert bekommen möchte. Dann kann ich hier das auswählen, was lasse ich mir noch anzeigen. Das sind jetzt die Videodateien, das sind Bilder und das sind Musik- oder Audiodateien, MP3, WAV, die üblichen Audioformate. Das Bibliotheksmenü, da kann ich mir dann noch anzeigen lassen, ob es große, kleine Symbole sind, ob ich mir Details anzeigen lasse und so weiter. Über dieses Symbol kann ich mir hier die Größe anzeigen lassen, der Vorschaubilder. Einen gewissen Namen weiß, reicht es, wenn ich die Anfangsbuchstaben hier eingebe und dann bietet mir hier in der Vorschau Cyberlink schon die entsprechenden Dateien an. Ist ganz praktisch. Ist immer dann gut, wenn man die Bibliothekssuche benutzt, wenn ich hier eh schon ziemlich voll alles habe oder ich bin hier in anderen Räumen. Der Effektraum. Das ist eine riesige Auswahl an Effekten, die der PowerDirector automatisch mitliefert. Ihr seht hier, es gibt 145 Effekte, die hier mitgeliefert werden. Die sind dann nochmal ein bisschen unterteilt. Aber letztendlich, ihr müsst euch einfach mal hier so ein bisschen durchklicken und mal schauen, was euch so gefällt. Das Anwenden eines Effektes ist relativ einfach. Ihr nehmt einen Effekt, haltet ihn mit der linken Maustaste fest und zieht ihn hier entweder in die Effektspur oder ihr legt den Effekt direkt hier drauf. Dann habt ihr für diesen ganzen Videoclip diesen Effekt angewendet. In dem Fall war es alter Film und jetzt seht ihr in der Vorschau, was passiert ist. Manche Effekte sind wirklich ganz hübsch und ganz sinnvoll, andere Effekte lässt sich drüber streiten, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr einen Effekt direkt auf den Videoclip gezogen habt, dann seht ihr hier über das i, welcher Effekt das ist. Jetzt habt ihr euch in der Vorschau diesen Effekt angeschaut und stellt fest, ja, so richtig glücklich bin ich damit nicht, ich möchte ihn gerne wieder löschen. Das geht leider so einfach nicht. Also ich kann ihn nicht irgendwie anfassen, diesen Effekt, und gerade wieder löschen. Natürlich habe ich über die Option rückgängig sofort die Möglichkeit, diesen Effekt wieder rauszumachen. Aber wenn es euch später einfällt, dann wisst ihr ja nicht, wie oft ihr zurückklicken müsst. Also von daher, es ist etwas hier versteckt. Ihr seht hier in der Leiste das Wort Effekt. Dort klickt ihr bitte drauf. Und dann seht ihr, welcher Effekt das ist. So, und dann seht ihr auch, wie dieser Effekt sich aufbaut, mit diesen Bildfehlern. Das kann man noch individuell alles sogar anpassen. Aber ihr wollt ja diesen Effekt löschen, dann geht ihr hier auf Entfernen und dann ist der Effekt wieder draußen. Einfacher ist es in der Videobearbeitung, wenn ihr einen Effekt anwenden wollt, geht hier in die FX-Spur und dann könnt ihr diesen Effekt genauso lang ziehen, wie der Videoclip ist. Und wenn ihr dann später feststellt, ach, ich will lieber keinen Effekt haben, entweder deaktiviert ihr es hier oder ihr nehmt diesen Effekt einfach, geht auf die Entferntaste und dann ist der Effekt einfach wieder gelöscht. Der BIP-Objektraum. BIP heißt Bild im Bild und hier gibt es eine ganze Menge an Vorlagen, was ihr in eure Videos einbauen könnt. Hier oben zum Beispiel einfach nur ein kleiner Gimmick, wenn ihr sagen wollt, eben ist die Aufnahme gestartet, dann nehmt ihr diesen Effekt, zieht ihn nicht in die Effektspur, sondern diesen Effekt müsst ihr tatsächlich hier drauflegen oder ihr macht es, was besser ist, in eine eigene Videospur, weil dann habt ihr die volle Kontrolle über diesen Videoeffekt. So, in dem Fall ist es jetzt der rote Punkt. Beziehungsweise noch sozusagen ein künstlicher Rahmen, so dass man den Effekt nachstellen kann. Es wurde jetzt mit einem Handy aufgenommen oder mit einer eigenen Videokamera. So, hier oben seht ihr die Anfasser und dann könnt ihr, weil das ist ja ein Bild-im-Bild-Effekt, könnt ihr hier
diesen Effekt letztendlich hin und her schieben. Bei diesem Effekt macht das natürlich jetzt keinen Sinn, aber ihr könnt das entsprechend wieder, indem ihr die Anfasser hier betätigt, könnt ihr das wieder auf das volle Bild vergrößern. So, jetzt schauen wir uns den Effekt mal an. Und jetzt seht ihr, wird dieser Effekt, hat diese Folge auf das Bild. So, wenn ihr den Effekt wieder löschen wollt, einfach markieren, Entferntaste drücken und dann ist der Effekt wieder weg. Da gibt es eine ganze Menge an Vorlagen, die hier mitgeliefert werden. Auch hier müsst ihr schauen, wie es euch gefällt, ob es passend ist. So. Das Schöne ist, ihr seht immer letztendlich gleich eine Vorschau, wie dieser Effekt aussieht. Das Programm rendert nicht großartig, sondern es ist wirklich eine Echtzeitvorschau. In diesem Fall würde ich das hier ein bisschen kleiner ziehen, die Sprechblase. Und dann kann man sich das hier anschauen in der Vorschau. Da passiert natürlich nicht viel. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, in den Bild in Bild Designer zu klicken und habe hier noch gewisse Optionen, dass ich diesen Effekt, weil das ist nichts anderes wie eine PNG-Datei, die hier zu verändern. Da komme ich aber später nochmal drauf, was sich hier tatsächlich hinter verbirgt. Auch hier könnt ihr eine ganze Reihe von Vorlagen nutzen, die euch kostenlos mitgeliefert werden. Wenn ihr es hier anklickt, dann seht ihr auch eine Vorschau, was sich dahinter eigentlich alles tut. Das Schöne ist, man klickt irgendwas an und man sieht sofort, was hier passiert. Das sind auch Effekte, die wieder kostenlos mitgeliefert werden. Über Sinn und Unsinn lässt sich natürlich streiten. Das ist wieder Geschmackssache, aber von der Art der Arbeit ist es nichts anderes wie, ihr nehmt den, haltet ihn mit der linken Maustaste fest, zieht ihn in eine eigene Videospur und dann könnt ihr den Effekt hier drüber legen und könnt euch dann anschauen. Und jetzt seht ihr hier diesen kleinen grünen Zaun, wo dann die Pusteblumen fliegen. Ja, ob das natürlich immer so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber so funktionieren diese Effekte. Auch hier kann ich wieder einen Doppelklick drauf machen. Dann öffnet sich der Partikeldesigner. Und hier kann ich auch wieder verschiedene Einstellungen vornehmen, aber dazu auch später mehr. Auch hier gibt es wieder eine große Anzahl an Vorlagen, die hier mitgeliefert werden, die man sich hier alle anschauen kann. Man klickt auf ein Element und in der Vorschau wird angezeigt, was passiert. Hier habe ich einen Standardtitel, das heißt, hier bin ich in der Gestaltung komplett frei und kann alles selbst einstellen, wie ich es gerne hätte. Hier habe ich aber auch einen mitgelieferten Abspann, eine Variante davon oder eine Achterbahn. Oft sind es natürlich viele Spielereien, die für einen modernen Videoschnitt so nicht verwendet werden. Von der Funktionsweise ist es relativ simpel. Ich klicke auf eine Vorlage, ziehe sie wieder in eine eigene Videospur. Dann sehe ich hier in der Vorschau schon den Platzhalter dafür. Mache einen Doppelklick auf das Titelelement, dann bin ich im Titeldesigner. Und hier kann ich mit STRG ALT alles markieren, gebe einen Text ein, kann hier über die Mausanfasser die Größe variieren, habe auf der linken Seite natürlich noch die Möglichkeit, die Schriftart, Textgröße, den Abstand der Buchstaben, die Farbe, Fett, Kursiv, links, mittig, rechts, kann ich alles auswählen, habe hier noch viel mehr Möglichkeiten. Darauf gehe ich auch in einem späteren Video nochmal drauf ein. Was hier noch ist, ich kann hier zum Beispiel etwas schräg machen. Da das Seitenverhältnis letztendlich gesperrt ist, heißt das, egal wo ich ziehe, ich werde immer im richtigen Seitenverhältnis den Text hier verändern. So, dann sehe ich hier unten diese Textleiste und dann kann ich mir das hier in der Vorschau anzeigen lassen, wie das dann aussieht. Relativ unspektakulär jetzt in diesem Beispiel, aber hier sehe ich jetzt letztendlich auf der Timeline auch, wie lang dieser Texteffekt ist.
gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, ihn einblenden, ausblenden zu lassen und so weiter und so weiter. Wenn ich damit einverstanden bin, dann gehe ich hier auf OK. Das wird gespeichert. In der Vorschau sehe ich dann, wie es aussieht und habe einen Text in mein Video eingefügt. Wenn ihr zwei Videoclips habt, die durch einen harten Schnitt nicht sinnvoll zu trennen sind, ist es in der Regel am sinnvollsten, eine Blende zu machen. Das verbirgt sich in dem Überblendraum. Ich zeige euch mal. So. Das ist der zweite Videoclip, den schiebe ich hier ran und würde dann so aussehen mit einem harten Schnitt. Das kann passen, kann auch nicht passen. Wenn ihr aber lieber mit einem Übergangsraum oder Überblendeffekt arbeitet, dann habt ihr hier auch wieder 147 mitgelieferte Effekte. Und ihr seht hier in der Vorschau, was sich dahinter verbirgt. Auch hier manchmal ist weniger mehr. Ich bin kein Freund von diesen ganzen Überblendeffekten. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Man nimmt wieder mit der linken Maustaste einen Effekt, schiebt ihn auf diese zwei Clips und in den Voreinstellungen könnt ihr nämlich einstellen, wie lange ein Effekt sein soll. Und zwar unter Bearbeitung findet ihr das und da seht ihr hier zum Beispiel Übergänge sind bei mir standardmäßig mit 2 Sekunden eingestellt. Das heißt, der Effekt dauert jetzt insgesamt 2 Sekunden. Hier sich die Zeitachse größer zu ziehen. Ihr klickt mit der linken Maustaste drauf, das Symbol verändert sich zu diesen zwei Pfeilen mit dem Kreis in der Mitte und jetzt zieht ihr einfach diese Leiste auseinander und ihr kriegt eine feinere Zeiteinstellung. Jetzt seht ihr schon, hier ist der Effekt relativ gut jetzt zu sehen. Jetzt kann ich hier noch mit der rechten Maustaste draufklicken, auf Übergang ändern gehen und jetzt kann ich hier zum Beispiel die Zeit neu definieren. Wenn ich sage, ach, der Effekt gefällt mir dann aber doch nicht so, ich klicke einmal drauf, ihr seht, dass er hier markiert ist, Entferntaste und der Effekt ist wieder weg und ich kann einen neuen Effekt draufziehen. Ein kleiner Tipp zu den Effekten, wenn ich sage, ich möchte einen Standard-Überblendeffekt haben, dann schiebe ich einfach beide Clips hier drüber, sage Überblenden und jetzt macht der Power Director automatisch einen Überblendeffekt. Ihr seht ihn hier, so wird er angezeigt. Finde ich immer die eleganteste Art und Weise, wenn es um Effekte geht. Wenn ich diesen Effekt nicht mehr haben möchte, dann schiebe ich die Videos einfach auseinander, docke es wieder an und der Effekt ist weg. Und ich habe wieder einen harten Schnitt. Der Audiomischraum zeigt mir letztendlich an, wie der Ton ausgesteuert wird. Aktuell befindet sich hier nichts in der Tonspur, weil das sind Luftaufnahmen mit einer DJI Phantom 3 und da wird standardmäßig kein Ton aufgenommen. Also importieren wir uns jetzt mal eine Datei, die einen Ton hat. Seht ihr wieder, die wird erstmal mit diesem Symbol angezeigt. Das heißt, hier wird gerade aktuell eine Schattendatei erstellt. Ich kann sie aber hier einfach reinziehen. Leg sie hier auf eine Videospur und jetzt wird mir hier der Ton angezeigt. Ich gehe hier in den Audiomischraum und dann sehe ich jetzt hier, wie dieser Ton auf dieser Spur Audio 2, sieht man hier auch Audio 2, wie der hier ausgesteuert wird. Das ist natürlich jetzt kein spezieller Ton, weil das sind einfach Landschaftsaufnahmen. Da passiert natürlich nicht viel. Aber letztendlich könnt ihr hier auch die Lautstärke regeln. Ihr könnt das hier entweder manuell auch über die Tastatur eingeben und natürlich ausblenden und einblenden. Und wenn ihr das hier markiert, dann seht ihr hier auch diese leichte Wellenform. Da kann man natürlich hier auf dieser Linie auch direkt das verschieben, indem ich das hier hochziehe zum Beispiel. Im nächsten Raum geht es um die Sprachaufnahmen. Hier habe ich ein Mikrofon angeschlossen und kann einen zusätzlichen Kommentar aufnehmen. Gibt auch extra eine Kommentarspur in der Zeitleiste. Das ist aber eine WAV-Datei, die hier aufgenommen wird.
Hier oben habe ich die Möglichkeit, dann das entsprechende Mikrofon auszuwählen, die Eingabelautstärke zu machen. Ich kann ein bestimmtes Profil einstellen, wie ich diese Tonaufnahmen immer haben möchte. Das Format ist standardmäßig PCM. Hier habe ich die Qualität. Es lohnt sich natürlich, die bestmögliche Qualität einzustellen, damit der Ton gut zu verstehen ist und nicht verzerrt ist. Ja, dann habe ich noch weitere Voreinstellungen. Hier kann ich sagen, ich mache eine Zeitbegrenzung, dass einfach die Tonaufnahmen nicht länger sind als x Stunden, Minuten oder Sekunden. Ich kann eine Sekundenverzögerung vor der Aufnahme hinzufügen. Das ist immer dann sinnvoll, damit ich kein plötzliches Übersteuern habe, wenn ich anfange mit dem Kommentar. Ich kann auch sagen, es wird automatisch immer eingeblendet oder ausgeblendet. Ja. Was noch ganz wichtig ist, wenn ich eine Filmspur kommentiere, dass ich hier einen Haken mache, dass bei Aufnahmen alle Spuren ausgeschaltet werden. Und da reden wir von der Tonspur, weil ansonsten irritiert das einen, wenn auf der einen Seite die Tonspur ist, ja, und auf der anderen Seite versuche ich, einen Kommentar einzusprechen. Gleichzeitig, wenn ich das über Lautsprecher steuere und nicht über Kopfhörer, habe ich natürlich eventuelle Rückkopplungen, sodass ich den Ton zweimal höre. Das ist ungefähr wie beim schlechten Handyempfang, dass man sich selbst sprechen hört. Der Kapitelraum ist nur sinnvoll, den zu benutzen, wenn man tatsächlich noch DVDs erstellen möchte. Ich erstelle gar keine DVDs mehr, somit brauche ich auch kein Menü, was ich in diese DVDs einbaue. Man sieht hier, es ist eine neue Kapitelspur automatisch hinzugefügt worden und jetzt kann ich hier Marker setzen, um halt entsprechend die Kapitel einzubauen. Da ich das nicht möchte, gehe ich hier mit der rechten Maustaste drauf, lösche wieder die Kapitelspur und als nächstes kommt dann der Untertitelraum. So ganz habe ich mich über den Sinn noch nicht, bin ich mir noch nicht einig. Weil es ist relativ umständlich im Handling. Also es wird eine neue Spur eingefügt, nämlich die Untertitelspur. Die wird mir jetzt hier angezeigt, die kann ich markieren. Dann sage ich hier, für Untertitel ist eine Mindestdauer festgelegt. Jeder Untertitel muss mindestens 0,2 Sekunden lang sein. Alles klar. Gut. Hier oben wird mir die jetzt angezeigt. Diese blaue Spur startet bei 0 und endet bei 1 Minute und 8. Jetzt kann ich hier einen Doppelklick drauf machen und kann hier Text eingeben. Oder ich könnte einen Untertitel von einer Textdatei importieren. Ich habe das schon mal vorbereitet, eine Textdatei erstellt. Dann werde ich wieder gewarnt. Achtung, es wird alles ersetzt. Ich möchte fortfahren, aber leider sehe ich nichts. Aber wenn ich diesen Haken jetzt hier betätige, leider wird mir nichts importiert. Was ich machen kann, ich kann natürlich hier Text reinkopieren. Mit STRG V habe ich vorher schon was kopiert. Jetzt füge ich es ein. Jetzt sehe ich es erstmal nicht. Ich muss ein bisschen hochscrollen. Ah, da ist er. Okay, er wird mir hier auch angezeigt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich gar nicht über eine Formatierung die Möglichkeit habe, diesen Text hier passfähig zu machen. Also muss ich wieder in diese Videospur klicken, hier einen Zeilenumbruch machen, dann funktioniert das auch. Aber letztendlich kann ich mit dem Titel-Editor kann ich deutlich schneller arbeiten und habe viel mehr komfortable Möglichkeiten. Also ich habe diesen Untertitelraum noch nie genutzt. Wenn ihr es besser könnt, schreibt mir doch Kommentare, wie es zu verwirklichen ist. Das war alles zum Thema Medienraum. Es ist doch eine ganze Menge, was sich hier hinter verbirgt. Und das muss man sich alles in Ruhe mal anschauen, um hier auch eine gute Bearbeitung für sich zu entwickeln, damit der Videoschnitt schnell und flüssig erfolgen kann. Ich mache an dieser Stelle einen kurzen Break. Und in der nächsten Folge wird dann auf der rechten Seite der Vorschaubildschirm in seiner Funktion erklärt. Und in einer weiteren Folge gibt es dann natürlich auch die Zeitachse, auf die ich näher eingehen werde. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen oder abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!